Bevor das Video jetzt losgeht, oh mein Gott, in ganz schlechter Qualität, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, an die Kanalmitglieder und an meine Patreons. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung, dass ihr dafür sorgt, dass der alte Horst nicht am Hungertuch nagen muss oder Oettinger saufen muss. Stellt euch mal vor, ich müsste Oettinger trinken. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zum ersten Video zurück hier nach meinem geilen Song, Mann. Der ist voll Erfolg geworden. War dir richtig geil? Der Horst, den ist auf Malle unterwegs, oder? Gelinde, sag was dazu. Ich will nicht, ich geh jetzt wieder. Wo bist du? Laut, der Song war scheiße. Wo bist du? Ich bin hier irgendwo in deinem Haus. Was für ein Haus schon wieder? Gelinde, du sollst hier vor denen kommen. Wir müssen den Leuten was erklären. Also, ja, ich bin ja. Ach, da ist doch Gelinde. Mein Gott. Gelinde! Ja. Dir baumelt ja was zwischen den Beinen. Lauf mal kurz. Was baumelt? Nix, Gelinde. Sieht alles super aus. Ich mach mal kurz den Superhorst. Hui! Ich sehe immer top aus. Ja, ich. Meine Fresse, meine Freunde. Endlich mal wieder eine normale Folge hier auf meinem Kanal. Wir werden heute was machen. Gelinde weiß noch gar nicht, was los ist. Ich erkläre es euch ganz kurz. Ihr seht ja, ich habe 943.000 Mark. Und ich habe ja aufgehört, mir selber Geld zu geben, ja? Damit nicht immer neues Geld in das Spiel geflossen wird. Nein, ich mache das so. Ich verkaufe euch ab und zu Sachen. Und jetzt ist wieder alles leer tatsächlich, ja? Ihr habt das ja schon mitbekommen. Ich verkaufe Special Items und Crates für Ingame-Geld direkt am Spawn. Könnt ihr euch die ganze Zeit immer holen. Ich mache das aber immer so unangekündigt. Ich packe die einfach dahin, ne, und dann sitzt dieser wunderschöne, hübsche junge Mann da hinten dran und verkauft euch diese Crates. Wie ihr seht, ist wieder alles leer. Und diesmal machen wir das so. Ich habe schon die Hälfte weggenommen. Ich habe jetzt meine Zeit lang gesammelt. Wir waren bei ungefähr 2 Millionen. Also ich habe insgesamt wieder 2 Millionen aus dem Spiel rausgeholt, habe mir dann die Hälfte weggenommen, dann habe ich irgendwo noch was geholt und jetzt bin ich bei so einer ganz komischen Zahl angelandet. Und normalerweise, wie gesagt, nehme ich immer die Hälfte und für die Hälfte von dem Geld kaufe ich euch Gegenstände ab. Zum Beispiel Spawner oder Beacons oder Dracheneier. Und so hole ich also quasi Geld aus dem Spiel und Ingame-Items. Und Gelinde, wir werden heute Folgendes machen. Ich gebe dir jetzt die Hälfte von meinem Geld. Oh je, behalt dein schwieriges Geld. Normalerweise bist du doch immer so einkaufsgeil. Darf ich mir von was kaufen? Ja, schon. Gib mir das. Ich wollte gerade sagen. Also ich gebe dir die Hälfte und dann gehen wir heute Shops leer kaufen. Shops leer kaufen. Aber das machen wir heute nicht auf Hopfen, sondern wir gucken mal auf Malz und Gerste, was da für Shops abgehen. Ja, weil normalerweise kaufen wir immer hier auf Hopfen alles. Ja, jetzt gehen wir mal auf Malz oder Gerste. Also komm mal mit, wir gehen mal auf Malz erstmal. Oh, jetzt bin ich auf Malz gelandet, aber nicht am Spawn. So, wir wollen mal am Spawn landen. Hier steht noch der Harry vom Sammel-Event. Hallo Harry, wir machen immer Sammel-Events mit euch. Da müsst ihr Gegenstände sammeln und beim Harry abgeben und dann könnt ihr mal was gewinnen. Ja, jetzt gerade ist kein Sammel-Event, aber die nächste Purge steht auch schon quasi vor der Haustür. Das ist dann aber im April. Wir haben noch einen Monat Zeit, uns vor zu bereiten. Das wird die Osterpurge. Ah, das wird lustig. Da könnt ihr den Weihnachtsmann aufs Maul hauen. Ah, nee, das war der andere. Kann ich einwerfen? Dieses GUI ist ja absolut geil. Das GUI, benutzt du das? Ja, benutze ich gerade. Ja, das GUI ist ja jetzt da, meine Freunde. Ihr könnt auf den Server kommen. Warte mal, GUI-Item True muss ich machen. Also bei mir wird das immer weggemacht. Das ist aber wegen, weil ich Admin bin. So, und dann habt ihr das GUI und tack, ich hab's euch schon mal ein bisschen gezeigt, ein eigenes Video gemacht. Das ist unser neues GUI und das ist jetzt sehr viel erweiterter als in dem Video, was ich euch gezeigt habe. Da ist viel, viel mehr Funktion jetzt drin. Ja, zum Beispiel eure Clan könnt ihr hier komplett erstellen und verwalten. Die Werbung könnt ihr hier erstellen, verwalten. Den Chat könnt ihr hier komplett moderieren, ja, ein- und ausschalten. Freundschaftssystem kommt jetzt noch mit rein. Dann die ganzen Tools, die man braucht, um bei uns zu spielen. Also jeder, der bei uns noch nie gespielt hat, weil er Angst hatte, dass es alles zu kompliziert bei uns auf dem Server ist. Gerade jetzt solltest du mitspielen, weil jetzt musst du keine Angst mehr haben. Hier steht nämlich alles erklärt, alles. Kannst dir alles erklären lassen. Das Home-System und so weiter und so fort. Also egal, was es ist, und da ist halt auch das Warp-System drin, ja, egal, was es ist, das GUI hilft euch immer weiter. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt auf das GUI, könnt ihr das einfach ausstellen. Da steht die Befehle, also GUI-Item True oder False. Bei False wird das Item ausgestellt. Ne, dann seht ihr das nicht mehr. Das sieht dann so aus. GUI-Item, wenn ich mich nicht verschreiben würde, ne? GUI-Item False. Und dann ist es weg. Wenn ihr es aber trotzdem benutzen wollt, macht das /GUI. Ne, also ihr müsst das Item nicht unbedingt in der Hand halten da unten, um das zu benutzen. Ihr könnt auch einfach immer /GUI machen. Je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. So, Gelinde, ich geb dir mal Geld. Gib mir Geld. Ich geb dir mal Geld, ja.
ja, es ist schwierig mit so einer Frau. Wie viel Geld hast du denn insgesamt? Ich habe jetzt 400. Also, da hast du doch ordentlich was. Dann hast du ordentlich was. Ja, unser Redesbungee scheißt schon wieder rein, sehe ich gerade. Weil hier hat sich das Geld noch nicht geupdatet. Das wird auch gleich passieren. Helene, wir suchen uns jetzt mal ein paar Shops raus. Und dann gucken wir mal. Wollen wir mal jetzt erstens ausprobieren PH Mall, weil das ist so ein bekannter Begriff. Ja, Tatsache, hier ist auch eine Mall. Kommst du? Bin ja. Okay, ist vom Adrian. Und hier können wir jetzt ein bisschen shoppen, oder? Ich würde sagen, du kennst ja die Preise nicht so gut. Zum Beispiel 8K für ein Beacon ist echt überteuert. Boah, das teuer wird, ja? Ja, ist mir doch egal. Kannst dein Geld leer machen. Ist ja nicht meins. Oh, It's Beast Meme. Der kommt auch nicht mehr, glaube ich, ne? Bei dem können wir die Shops, das mache ich mal nach der Aufnahme. Der Beast Meme, der spielt nicht mehr bei uns. Da können wir die Shops dann mal abreißen. Ja, weil der spielt nicht mehr. Und dann durch das blockiert er halt irgendwie hier alles. Boah, der spielt nicht mehr, ich gebe dir erstmal Geld. Hier, guck mal, vor allem, die sind auch alle leer, die Shops. Also, die kann ich dann abreißen. Also, ich hätte gern das Bild hier, das sieht ganz geil aus, oder? Das ist doch ihr Lugia. Aber, guck mal, da fehlt ein bisschen was von Lugia. Scheiße. Ich kauf's trotzdem. Ich möchte das trotzdem haben. Bitte? Die 8000 für ein Beacon viel? Ja, viel zu viel. Oh, okay, was schreibt man dafür? 5. 5? Ja. Okay, dann kaufe ich 10. Also 5 ist für ein Beacon realistisch, aber 8, ich meine, du kriegst ja auch schon günstiger, ne? Das so. Geld hab, das muss ich auch mal. Guck mal, weißt du, das Ding ist, viele der Spieler ziehen jetzt gerade schon auf die 1.16 um, weil meine Freundin, es dauert ja nicht mehr lange und dann wird ja komplett Horse Blocks auf die 1.16 geupdatet und dann kommt auch Hopfen, Gerste und Malz auf die 1.16 und viele sind aus dem Grund gar nicht mehr hier aktiv auf der 1.12, die spielen jetzt schon auf der 1.16. Es sind natürlich noch viele auf der 1.12, aber nicht mehr so viele. Gut, Gerlinde, dann, warte mal, unten, was sagst du, unten noch nichts, ne? Nee, ist auch nichts mehr. Ja, die bauen halt auch alle schon um, ne? Man muss halt sagen, gut, der Mallbesitzer, der kommt aber auch nicht mehr. Ich glaube, der ist inaktiv. Das heißt, demnächst wird das irgendwann abgerissen, das Grundstück, und dann ist der Suffix wieder frei. Außer der ISO übernimmt das. Ich weiß es noch, das müssen wir mal klären. Aber es ist halt relativ leer. Das liegt jetzt einfach daran, dass die meisten auf der 1.16 jetzt spielen. Und müssen wir mal schauen. So, Gerlinde. Ja, KDW bin ich geneigt. Was? Ja! Warte mal, nee. Nein, da ist jeder denied. Das KDW ist gerade leer. Ja, da gibt es nichts hier. Nichts hier mit mich denied. Tu mal löschen. Ja, da ist aber auch nichts drin. Das ist leer. Mach mal PH Shop. Ist aber auch irgendwie nicht so ein großer Shop. Ein kleiner ist hier. Was haben da? Der Daylight Drama hat hier einen Shop. Da kann man Karten kaufen. Von Son Goku. Ist das. Nee, der, oder ist das so ein Gucken? Ja, doch, ist es. Sah so ein bisschen aus wie das rote. Ja, aber guck mal. Das sah erst ein bisschen so aus wie das rote Kopftuchband vom Vater von Son Goku. Ja. Nein, im ersten Moment. Hier das rote. Hast du gedacht, der hat ein Kopftuch um? Dieses Stirnband. Die Wutschnur. Ja, das sieht man. So, also hier kann man auf jeden Fall. Bei PH Shop gibt es Karten. Nicht viele, aber es gibt Karten mit Stinkefinger. Okay. Den will ich haben. Den kann man nicht kaufen. Die haben da kein Schild dran. Weil den hätte ich jetzt auch geholt. Und hier kannst du noch Köpfe kaufen. Ja, ist halt irgendwie schade, dass die Alias so verhunzen. Also, was gibt's noch? PH, was könnte man auch machen? Hu hatte immer einen Shop, aber das gibt's scheinbar auch nicht mehr. Ja, wurde sich auch von irgendeinem Spieler random geclaimed, der nicht mehr online kommt. Ich lösche das mal. Das, darf ich dir mal zeigen? Was denn? TP dich mal bitte zu mir. Ja. Yeah. Nein, das ist nicht euer Ernst. Hör mal, Cutter, du musst das ein bisschen zensieren. Ein bisschen. Gut. Warum mit dir Rosen? Wieso? Mit dir Stühle? Wieso? Ich habe auch eine Idee für die Thump. So, Gerlinde, jetzt spielst du beim KDW auf Gerste. Guck mal, das sind die alten Purge-Karten. Es gibt ja bald, wie gesagt, die dritte Purge. Ich freue mich drauf. Das ist aber auch, ich weiß nicht. Man merkt richtig, das muss ich jetzt mal... Ah, hier ist ein Shop. Ich muss einfach sagen, man merkt richtig, dass die Leute sich vorbereiten für die, für 1.16. Ach, der Beutelus hat gewonnen mit Money? Ja. Ach, ja. Nee. Wusstest du das nicht? Nee. Die Kills sind so ein Problem, weil du kannst die ein bisschen faken. Deswegen haben wir auch nicht nach Kills gemacht, sondern nach Money tatsächlich. Ne? Und da siehst du, guck mal, da siehst du auch Leute, die wir auf dem Server nie sehen. Ne? Hier Chrisma, Fleisch oder wie auch immer. Und viele haben das mit einem Doppel- und Dreifach-Account gemacht. Das werden wir ja bei der nächsten Purge verhindern. Ja, weil die haben nämlich einfach einen zweiten Account auf dem Server geholt und haben die unter die Erde gebuddelt, damit die ihr Geld nicht verlieren können, weißt du? Ja, verarschen lassen wir uns nicht. So, jetzt gucken wir mal hier. Was gibt's denn hier? Oh, da sind diese ganzen Schildkröten. Das ist die ganze Kollektion, ne? Was sind die Schildkröten? Ja, das sind diese Sonderköpfe von Totti. Ach, von Totti. Ja, genau. Ich pack die bei mir dann bei PH Horst auf Hopfen. Aber ich denn hier, guck mal, sind auch die Purge-Köpfe. Hier. Purge-Köpfe? Ja, warte. Hier. Ah, ja, die kenne ich.
Das sind die Purge-Köpfe. Ja. Und hier ist ein ganz besonderer Kopf von mir. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir den drinne hatten. Grathorn? Ja, ja, der 4 auf 1 Streich. Der 20.000? Ich glaube, da ist... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist noch eine 0 mehr dran. Ich hab ja gesagt, meine Köpfe sind echt wertvoll. Das ist, weil er hat 24 davon, ne? Nimm ein paar Schulker mit. Nimm du mal ein paar Schalker mit. Ich guck mal, was haben wir noch nicht auf Gerste geguckt? PH Mall? Ah, oh, hier ist auch eine Mall. Und da ist sogar jemand. Da ist sogar der Rhabarber-Toast. Der steht hier rum. Und in der Mall ist aber Ebbe. Hier, oh doch, hier ist noch was. Okay, also eine Mall gibt's hier auch. Ich muss mal gucken. Ja gut, 10k für ein Drachenei ist auch ein bisschen viel, mein Freund. Also 8k für ein Beacon, das könnt ihr vergessen. Das zahlt doch keine Sau. Hex hat hier einen Laden. Ah, guck mal, die Hex hat auch einen Shop hier. Auch mit Karten. Oh, ich kann dich nicht so schön hören. Wo bist du? Du musst Radio ausmachen. Meister Yogi, der ist doch schon lange nicht mehr hier. Ja, der ist schon lange weg, der Yogi. Ich weiß gar nicht, ob er noch meine Videos guckt, aber der Yogi ist leider schon lange nicht mehr bei uns. Den hat es in die dieses komische, ekelhafte Privatleben. Kennst du das? Ja, der Yogi. Bah. Das ist das, wo man nicht ausschlafen kann, ne? Ich kenne dich auch. Ja, Mensch, Yogi, wäre schön, wenn du mal wieder zurückkommst. Würde mich freuen, aber man kann sowas ja auch nicht forcieren irgendwie. So, erstmal zur Hexe, die ist noch da. Und bei der könnte ich auch Sachen kaufen. Ich muss aber gucken, was mir gefällt. So, das gefällt mir alles nicht. Bin ich nicht so der Freund. Aber ich habe ja schon ein Maulshirt mitgenommen. Witzig ist, wir müssen ja hier ein bisschen Geld loswerden. Ach ja. Mach mir mehr Erfahrung, die mir gibst, umso schlauer werde ich. Du wirst dümmer. Mit der Erfahrung kommt die Weisheit, oder wie war das? nix, Gelinde. Gut siehst du heute wieder aus. So schön und hübsch. PHU, auch hier geclaimed von Keks, warum auch immer. Ah, Mensch, das gibt's doch gar nicht. PH Shop, waren wir hier schon? Ja, ist auch geclaimed von HDF, der nichts damit macht. Leute, warum claimt ihr eigentlich schon Alias, wenn ihr das nicht benutzt, ihr Pappnasen? Also KDW und Mall haben wir durch. Wir müssen tatsächlich, ich habe eine Idee, lass uns mal auf Hopfen gehen und dann könnten wir jetzt einfach nochmal uns random zu jemandem hintippen und da gucken, ob ein Shop in der Nähe ist. Das, ich bin hier auf Hopfen und ist das, nee, ist kein, doch, hier ist direkt ein Shop unten drunter und es hat, oh, Horst One, ja, nicht ganz so hübsch, aber nehmen wir mal ein paar davon. Ah, von der Lea ist das, siehste, Lea ist ja auch im Team bei uns. Ich glaube, ich wurde erwischt. Tschüss. Schalt erstmal weg. Die Rentner, die irgendwo einbrechen. Immer diese Rentner, die irgendwo einbrechen. Ich guck noch. Also irgendeinen Shop müssen wir jetzt noch leerballern. Wir können ja hier nochmal in die Mall und schauen, wie es hier aussieht. Ne? Weil hier gibt es ja auch dieses, ja, Hopfen halt. Ne? Hopfen ist natürlich immer am vollsten. Man muss es einfach sagen. Ne? Ah ja, Wendler. 6,5, immer noch zu viel. Oh, da ist noch Horst. Das nehme ich wirklich mit. Also da, die Sachen hänge ich mir tatsächlich bei PH Horst auf, Freunde. Ofen des Meisters. Ja, man muss halt einfach sagen, die Spieler sind sehr aufgeteilt. Ne? Und dadurch, dass wir ja noch die, oh, Pixma. Ich wollte mir immer eine Popcorn. Oh, sehr schön. Da nehme ich die ganzen Sachen, die ich noch suche. Gekauft. Dann nehme ich auch mal 2 mit. Aquarium, gekauft. Das ist auch fett. Warte mal, das muss ich ja mal. Guck mal, ich spiele nur noch auf Horse Blocks. Ich klaue nie wieder Skydrops. Das ist ja mega gut gemacht. Holy moly. Die nehme ich natürlich beide mit. Das ist ja richtig geil. So, was wollte ich jetzt sagen? Was natürlich Tatsache ist, weil jetzt viele zwischen 1.16 und 1.12 hin und her eiern, ist die Community gerade so ein bisschen gespalten. Aber das ändert sich ja. Spätestens, wenn die 1.12 und die 1.16 zusammengeführt werden, ne? Schatz! Was? Ja, ich habe mir was gekauft. Ja, hoffentlich nichts Teures. Doch, was hier, hier? Oh Gott, was ist das? Du bist in meinen Augen mein Teaser. Oh Gott. Gerlinde! Ja, und du willst doch nicht jetzt auf deine alte Zeit noch romantisch werden. Nee, ich bin nicht... Nee, wie komm ich denn da raus? Ich weiß es nicht. Hast du gestern Frauentausch geguckt oder was? Nee, Bauer sucht Frau, das war schlimm genug. Ach du Liebe. Gerlinde, du sollst aufhören, so einen Dreck zu gucken. Wieso? Du unterhältst mich ja nicht mehr. Na doch, ich gehe mit dir shoppen. Ich bin dumm, ich bin fett, ich bin eingegangen, das stimmt doch gar nicht. Doch, aber ich gehe ja mit dir shoppen. Also ich verbringe doch Zeit mit dir. Das ist der einzige Grund, warum ich noch mit dir was zu tun habe. Ach so, wenn ich damit aufhöre, gehst du weg?
Das hättest du mir wohl so gerne. Ja, eigentlich hast du es mir gerade schon versprochen. Oh nein, die sind schon leer. Schade, die hätte ich jetzt gekauft. Für 4K? Ich meine, für 3,5 habe ich sie angekauft. Für 4 hätte ich jetzt auch noch eingeholt. Dann muss man mal gucken, ne? 6,5 ist mir auch noch zu viel für ein Beacon. Schon mal ein bisschen die Preise hier drücken, ne? Wir müssen ein bisschen die Preise drücken. Es geht nicht anders. Gerlinde, wir haben eigentlich alles leer gekauft. Lass uns mal ins KDW. Ist da noch was drinne? Weil sonst... Ah nee, stimmt. Das KDW ist jetzt hier bei Crazy. Stimmt. Hat der hier schon einen Shop reingemacht? Horse Frog? Oh, mir gehört das Haus? Wusste ich gar nicht. Ja, gut, Crazy. Das ist gut zu wissen. Ist jetzt offensichtlich meins. Ich lasse mich schon mal ein. Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du mal die Wände da rausreißen? Die sehen scheiße aus. Ja, lass mal auch ein zweites Klo dahin machen. Direkt ans Fenster, dass ich beim Kacken nach draußen gucken kann. Warte mal, wie komme ich denn hoch? Weil ich will genau dort, will ich hinkacken. Mein Klo hinmachen. Hier. So, pass auf. Genau, nehmen wir mal den Fahrstuhl. Da ist doch, nee, hier schön. Ist Aussicht. Aber guck mal hier. Ah, das ist doch super, ist das doch. Klo vorne auf die Terrasse. Ja, hier. Perfekt. Und dann schön kacken. Oh, ist das toll. Einmal richtig, oh, schön. Guck mal, da können wir auch ein Klo für zwei machen. Och. Gemeinsam. Oh, Moment. Oh, ist das schön, oder? Ja, genau. Setz dich mal hin. Dann können wir zusammen hier kacken und die Nachbarn beobachten. Beim Kacken. Das ist doch toll. Dann kriegst du doch ein Ziel, damit du direkt noch mehr machen kannst. Also essen und das ist ja wieder. Nee, eigentlich nicht. Finde ich ganz geil. Also Freunde, wenn auch ihr zusammen mit Horst und Gerlinde mal ein Häufchen machen wollt, dann müsst ihr auf Horst Blocks kommen. Den schlimm besten City-Build-Server der Welt. Ich bin damit raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.